Wieso steht da ein Transporter vom Otto-Dix-Haus? Warum rollt er dann auch noch an der Orangerie vor, der Kunstsammlung in Gera? Wir haben jetzt gerade zwei große Ausleihen nach Hamburg. Das eine ist eben das Barlach-Haus. Da gehen Grafiken und Skulpturen und Plastiken hin. Und das andere sind die Deichtorhallen in Hamburg. Da geben wir tatsächlich 4 Dix-Gemälde hin. Die Männer mit dem Transporter, sie machen die Kunstwerke reisefertig. Da, wo der Christophorus bisher im Dix-Haus hing, hängt jetzt ein anderes Dix-Gemälde. Das Porträt des Margarinefabrikanten Fritz Nischer. Seine Sammlung hat Gera für 10 Jahre als Leihgabe bekommen. Und das sorgte für Aufsehen. Überhaupt war die Kunstwelt allgemein ganz erstaunt, dass diese Sammlung, die so lange in der privaten verborgen ist, gewesen ist, jetzt bei uns gelandet ist. Gera hat seine Perlen der Moderne Anfang des Jahres schon gezeigt. Jetzt möchten auch größere Häuser ein bisschen davon präsentieren. Deshalb verstaut das Team mit dem Kunsttransporter jetzt auch diesen Dix. Irgendwie ist es schon privilegiert, Kunstwerken so nahe zu kommen, oder? Ben Vautier hat im Grand Palais Eigenurin ausgestellt im Flakon. Das ist eine Sache, da ist keiner scharf drauf, aber genauso gut gibt es halt andere Dinge. Alleine manche Depots besuchen zu dürfen, ist ein Erlebnis. Auch in Gera, wo inzwischen noch ein Packerteam zupackt. Sie machen ein paar herausragende Stücke aus Nischers Sammlung fit für ein paar hundert Kilometer Reise. Die Bauernfrau wird als nächstes das Barlachhaus in Hamburg sehen. Und wenn man überlegt, dass diese großen Ausstellungen Besucherzahlen haben, die wir hier gar nicht schaffen können, ja, ich denke, das ist schon eine große Botschaft in die Welt hinaus. Am Ende wird so in der Ferne wohl mancher Kunstfreund angestiftet, mal nach Gera zu kommen und zu schauen, was hier alles an Kunst zu entdecken ist.